Johann Fuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ein verlorener Tag. Eine Blondine geht zum Mediamarkt und sagt zu dem Angestellten, ich hätte gerne den Fernseher dort oben. Darauf meint der Verkäufer, das tut mir leid, aber wir verkaufen nichts an Blondinen. Kochend vor Wut geht die Blondine nach Hause und färbt sich die Haare rot. Am nächsten Tag geht sie wieder zum Mediamarkt und sagt, ich hätte gerne den Fernseher dort oben. Darauf sagt ein anderer Angestellter, es tut mir leid, wir verkaufen nichts an Blondinen. Da fragt die Blondine verwundert, woher wissen Sie denn, dass ich eine Blondine bin? Der Verkäufer hüstelt ein wenig und sagt dann, gnädige Frau, das ist kein Fernseher, sondern eine Mikrowelle. Auf einem internationalen Reitturnier treffen sich drei Pferde. Ein deutsches, ein englisches und ein französisches. Da sagt das französische Pferd, oui, bei uns ist das alles ganz merkwürdig. Die Leute schreiben bonjour, aber sagen bonjour. Darauf erwidert das englische, und bei uns ist das erst schlimm. Die schreiben skol, sagen aber skull. Darauf sagt das deutsche Pferd, das ist doch noch gar nichts. Bei uns schreibt man wie bitte und sagt, hä? Drei Studenten reden darüber, wer den menschlichen Körper entworfen hat. Der erste sagt, das muss eindeutig ein Maschinenbauer gewesen sein. Denkt doch nur mal an die vielen Gelenke. Darüber sinniert der zweite und meint, nein, ganz sicher nicht. Das muss ein Ingenieur für Mikroelektronik gewesen sein. Denk doch nur mal an das komplizierte Gehirn und das ganze Nervensystem. Der dritte schüttelt energisch den Kopf und wehrt ab. Nein, nein und nochmal nein, das muss eindeutig ein Architekt gewesen sein. Wer ist denn sonst bitteschön so blöd und legt das Abwassersystem mitten in den Vergnügungspark? Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.